Eine der Stellen, die wir im Alten Testament haben, die auch sprechen von einer Geburt, ist Jesaja. Wir haben ja gestern auch schon gesehen, auch Jesaja 66 spricht von einer Geburt, von einem Volk, von einer Stadt, von Zion, die gebären soll, ohne dass sie in Wehen gekommen ist oder bevor sie Wehen bekommt, schon gebiert, ja, oder geboren hat. Und diese Stelle hier aus Jesaja 7, die schauen wir uns auch noch an. Diese Jesaja, die ersten Jesaja-Kapitel, die handeln alle irgendwie von Geburtsthemen. Ja? Jesaja 7, Jesaja 8, Jesaja 9, immer wieder kommt dieses Thema auch auf. Und das ist eigentlich der Auftakt. Und wir lesen zunächst mal einfach den Text zusammen. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach: Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja: Wohlan, so hört ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein vor dessen zwei Königen, dir graut. Das ist die Verheißung oder das Wort, was Gott an den gottlosen König Ahas gibt, ja, der hier in falscher Bescheidenheit sagt, er will von Gott kein Zeichen fordern. Diese Weissagung geht aber noch weiter als die, als wir die normalerweise kennen. Ja? Wir legen diesen Teil des Verses immer auf Jesus Christus aus, der von der Jungfrau Maria geboren wurde. Das macht Matthäus so. Ja? Das ist neutestamentliche Lehre. Aber wir schauen uns heute mal die komplette Weissagung an, weil diese Weissagung geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Hier steht ja noch: Butter und Honig wird dieser Immanuel essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Und da drängt sich dann natürlich schon relativ schnell die Frage auf, ob Christus lernen musste, Gutes und Böses zu erwählen oder zu verwerfen. Das ist ja eine seltsame Aussage. Ja? Dazu kommt, dass hier gesagt wird, dass das Land verödet sein wird, vor dessen zwei Königen dir graut. Zu der Zeit hat der Norden Israels, Ephraim, einen Bund gemacht mit Syrien. Syro-Ephraimitischer Bund, Syro-Ephraimitischer Krieg. Das ist das, wo praktisch das, wo Jerusalem zum dritten Mal belagert wurde. Also Assyrien, Babylon und Syro-Ephraimitischer Krieg. Und von dieser Belagerung spricht jetzt hier diese Textstelle und sagt, dass bevor der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Und diese beiden Könige hier, das war Pekach und Rezin, der König von Syrien. Die beiden haben Jerusalem angegriffen. Und die Weissagung sagt also jetzt, so wie wir sie kennen aus dem Neuen Testament, Maria ist die Jungfrau, die ist schwanger und wird Christus gebären. Und dann geht die Weissagung aber weiter und sagt, dass dieser Immanuel erst lernen müsse, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Und sie sagt, dass zur Geburtszeit Jesu Syrien und Ephraim zerstört würden. Aber das ist nicht passiert. Zur Geburtszeit Jesu waren ja die Römer im Land. Es gab kein zweigeteiltes Israel. Es gab nur noch so einen Rest von dem, was mal Israel war. Und alles war unter römischer Herrschaft. Ja? Also wir haben hier erstaunlicherweise, wenn wir die ganze Prophetie anschauen, haben wir gerade hier im zweiten Teil eigentlich Aussagen, die hier vorne irgendwie nicht zupassen. Aber trotzdem sagt ja Matthäus in seinem ersten Kapitel, dass das alles geschehen ist, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten. Und dann zitiert er diese Stelle. Ja?
Also er, Matthäus, legt also diese Stelle auf die Jungfrau Maria. Aber die ganze Weissagung geht ja weiter, die ist ja vollumfänglicher. Und wie passt das zusammen? Hat Matthäus sich da geirrt oder wie sollen wir das verstehen? Schon wieder eine Stelle, wo es um Geburt geht, ja? Eine Jungfrau, oder eigentlich müsste man sagen, Ha-Alma, die spezielle junge Frau, die ist schwanger, als ob man mit dem Finger auf sie zeigt, ja? Das hat man hier aber anders übersetzt. Man übersetzt hier im Deutschen eine Jungfrau. Das hat auch seinen Grund. Schauen wir uns gleich mal an. Jetzt gucken wir uns zuerst mal an, wie die Situation damals gewesen ist, dass man sich so ein bisschen da in die Zeit rein versetzen kann auch. Das war die Zeit 733 vor Christus. Jerusalem, Israel hier unten praktisch geteilt auch hier. Der Norden Israel, der Süden Juda, dann hier oben Aram, das war der syrische Teil, wo Rezin herrschte, hier das große assyrische Reich, das immer stärker wurde und gewachsen ist und sich nach Süden dann ausgebreitet hat. Und hier sieht man das ein bisschen im Detail. Ja, hier in Aram herrscht der König Rezin und in Israel herrscht der König Pekach und hier im Süden herrscht Ahas. Das ist, glaube ich, eine Struktur, die wir in der Endzeit wieder bekommen werden, weil Gott wieder aufsucht, das, was vergangen ist. Ja? Hier dieser König Pekach, der hatte einen Vorgänger und sein Vorgänger hieß Pekachjah. Jah war die Nachsilbe für Yahweh und heißt, Gott öffnet mir die Augen. Dieser Pekach nennt sich aber nicht Pekachjah, sondern der nennt sich, ich öffne mir selber die Augen. Ja? Das war ein gottloser Mann. Der lässt diese Nachsilbe Jah für Yahweh lässt er weg. Der sagt, mit Gott habe ich nichts zu tun. Ich öffne mir, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Aufklärung. Mach dir selber Augen. Ja? Das war ein gottloser König und er drückt das auch hier durch aus. Pekach war früher ein General, der hier im Osten vom Jordan ungefähr 20 Jahre lang als General von dem König Pekachjah regiert und geherrscht hat, relativ unabhängig. Und der kommt mit 50 Leuten vom Ostjordangebiet nach Samaria zur Hauptstadt Israels, tötet den Pekach, übernimmt das Reich und nennt sich, tötet den Pekachjah, übernimmt sein Reich und nennt sich Pekach. Ja, das war die Situation. Und der hat nichts Besseres zu tun gehabt, weil der politisch natürlich auch noch schwach gewesen ist. Der hat sich Pekach genannt, um zu sagen, ich sitze jetzt hier, ich übernehme das von Pekachjah, ich bin jetzt der König. Der war relativ schwach und er hat relativ schnell ein Bündnis mit Rezin gemacht. Und Rezin war auch schwach und suchte auch einen Bündnispartner. Denn der Grund, warum Rezin schwach war, war der, dass der Iran, hätte ich jetzt fast gesagt, dass Assyrien immer stärker wurde und immer weiter sich ausgedehnt hat und nach Süden vordrang. Und Aram brannte schon der Rockzipfel hier oben, weil die Assyrer hier runter vordrangen. Und dann hat Rezin die Idee gehabt, ich verbünde mich mit Pekach und mit Ahas. Und wir drei zusammen mit den Phöniziern und Moab, Edom, wir bilden einen großen Bund und haben dann die Möglichkeit, uns gegen Assyrien zu wenden, weil ich habe hier ein großes Problem, die fallen mir schon ins Land. Das war die politische Situation. Ich, und das nur als Nebensatz, glaube, dass sich das wiederholen wird. Ja? Vielleicht nicht zu 100% in den Landesgrenzen, aber die Strukturen, glaube ich, dass die eins zu eins wiederkommen. Warum? Weil ich der Bibel glaube, weil Gottes Wort erfüllt werden muss, damit die Schrift erfüllt würde. Ja? Und wir schauen uns heute Morgen einen Bibelvers an, der diese Struktur hier als politische Situation voraussetzt. Wenn das aber wiederkommt in der Endzeit hier, dann hätte unser Bibelvers ja nicht nur eine Aussage über die Jungfrauengeburt Marias, sondern würde auch eine Aussage treffen über die Geburt Jerusalems am Ende der Zeit. Und da sind wir wieder bei der Wiedergeburt Jerusalems. Versteht ihr den Zirkelschluss? Ja? Diese Bibelstelle springt also bis zu Maria und sagt, Maria wird als Jungfrau Jesus gebären, Immanuel. Aber die Bibelstelle hat noch weitere Erfüllungspunkte, ja? Die springt auch nochmal bis Pfingsten, denn da gebiert die Jungfrau, die Tochter Zion, ihr erstes Kind zu Pfingsten, Wiedergeburt in Jerusalem, haben wir gestern gesprochen von. Und sie springt nochmal ganz in die allerletzte Zeit,
wo dann Jerusalem nochmal gebären wird. Ja? Das ist der Gedanke hinter der Bibelstelle. Und das versuchen wir mal ein bisschen nachzuvollziehen. Heute Morgen fordere ich euch ein bisschen. Ja? Das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich eine ganz wunderschöne Stelle, weil man, um das vorwegzunehmen, hier sehen kann, dass in der Prophetie Gottes Christus als der Immanuel und seine Gemeinde als der Immanuel in eins gezeigt wird. Das ist eins. Ja? Diese Bibelstelle, die wir gelesen haben, die spricht von dem Immanuel Jesus und die spricht von dem Immanuel seiner Leibesgemeinde, die Gemeinde, die sein Leib ist, wo er das Haupt ist von. Wir sehen also in Jesaja 7 paulinisches Evangelium. Das, was Paulus schreibt von der Gemeinde, dass die Gemeinde der Leib Christi ist, er schreibt da 15 Mal von, 5 Mal vom Haupt, 15 Mal vom Leib. Das ist paulinisches Evangelium, das leitet Paulus unter anderem hier aus Jesaja ab. Ja? Man könnte auch noch weiter zurückgehen in die Menschheitsgeschichte. Als Gott die Eva schafft, ja, nimmt die aus der Seite Adams und gibt dem Adam die Eva, da sagt der Adam zu Eva, das ist ja Bein von meinem Bein. Und wenn die Gemeinde eines Tages zu Jesus kommt, dann sagt Jesus, das ist ja Geist von meinem Geist. Ja? Und so wie die Eva Leib war von Adam, so ist die Gemeinde Leib von Christus. Das ist etwas Großes, das ist ein großes Geheimnis. Eins zu sein mit Christus, teilhaftig zu werden seiner göttlichen Natur. Ein neuer Mensch, der in uns gezeugt ist, ja, und der zu Christus gehört und mit Christus verbacken ist, sagt der Luther, in eins, ja. Und deswegen spricht diese Jesaja 7 Stelle von dem Immanuel, der von der Jungfrau Maria geboren wurde und gleichzeitig auch von einem Überrest, der wiedergeboren wird in Israel. Und die müssen dann schon auch lernen, was gut und böse ist, zu unterscheiden, wie wir auch. Ja? Das heißt also, diese Bibelstelle bezieht sich auf den ewigen Immanuel Christus und auf seine Gemeinde. Und das ist was Gigantisches, was wir da sehen. Und weil wir wissen von der Wiedergeburt Jerusalems, können wir das jetzt hier anwenden und wir werden gleich sehen, wie profund wichtig das ist, weil die Pharisäer sagen heute uns Christen, ja in dieser Bibelstelle, die ihr da immer zitiert aus Jesaja 7, da steht ja gar nicht von Jungfrau. Wenn da Jungfrau stünde, dann müsste die im Hebräischen Betula stehen. Da steht aber Alma. Und Alma wird in der ganzen Bibel, auch von euren Bibeln, überall sonst immer mit junger Frau, mit Maid oder Mädchen übersetzt, aber nicht mit Jungfrau. Die Rabbiner sagen, das ist falsch, was er hier übersetzt. Ja? Im Hebräischen steht dort Ha-Alma, die junge Frau, die spezielle, welche? Ihr wisst es schon, Zion. Ja? Die Jungfrau, die Tochter Zion oder die junge Frau, wir schauen uns das gleich nochmal an. Und weil das im Hebräischen so ist, weil da Ha-Alma steht, und ich zeige euch auch gleich noch ein paar Stellen da aus der Bibel, aus den Übersetzungen, deswegen sind bibelkritische Theologen, gehen jetzt heute dazu über und sagen, aha, die Jungfrauengeburt Marias war also gar keine, weil es steht ja so nicht in Jesaja. Da geht es also um die Jungfrauengeburt Marias, die da angezweifelt wird. Ja? Aber so dumm war Matthäus nicht, dass der nicht eine Jungfrau von einer jungen Frau unterscheiden konnte, oder? Also so dumm waren die nicht damals. Und das ist ja inspiriertes Gotteswort. Das muss also irgendwie zusammenpassen und seinen Sinn haben. Und mit dem, was wir wissen, können wir auch den Rabbinern entgegnen und sagen, nein, das passt alles so, wie das da steht. Genauso gehört das. Und um vielleicht das noch vorwegzunehmen, dann steigen wir da weiter ein. Matthäus zitiert, wenn er sagt, das alles ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden, da zitiert Matthäus die Septuaginta. Und die Septuaginta war die Lutherbibel der Zeit Jesu. Also das war die verbreitetste Bibel in Israel und im ganzen Nahen Osten. Ja? Die war in Griechisch übersetzt worden im 3. Jahrhundert vor Christus, haben die in Ägypten, die Überlieferung sagt, dass da 70 Rabbiner, jeder unabhängig voneinander die Bibel ins Griechische übersetzt hat, den Tanach, das Alte Testament, da gab es noch kein neues, ja, 3. Jahrhundert vor Christus, und dass die nachher alle gleich übersetzt hätten, obwohl die unabhängig voneinander daran gearbeitet haben, ist die Überlieferung. Und weil das angeblich 70 Rabbiner waren, heißt das Septuaginta, diese Übersetzung. Und die war im ganzen Mittelmeerraum verbreitet als griechischer Tanach, weil die alle Griechisch gesprochen haben. Also auch in Israel
Nichts Hebräisch, alle Griechisch. Ja? Die jüdischen Gebetsstätten heute heißen Synagoge. Synagogeia ist Griechisch, nicht Hebräisch. Ja, ist erstaunlich eigentlich. Kommt aus der Zeit, Synagoge heißt eigentlich Versammlung. Episynagoge ist die Hinaufversammlung bei der Entrückung. Ja? Und die jüdischen Gebetshäuser heißen Synagoge. Warum? Weil damals die ganze Welt griechisch war. Sogar die Juden waren griechisch damals. Ja? Sogar die jüdischen Eiferer hießen Zeloten, Zelotes oder Sikarier, das war dann Latein. Ja? Selbst jüdische Nationalisten nannten sich mit griechischen Namen. So stark war das Griechische damals in der griechischen Welt. Und das Neue Testament ist ja nicht in Latein geschrieben worden, sondern in Griechisch. Ja? Und jetzt haben also diese Rabbiner, die haben im 3. Jahrhundert, 2. Jahrhundert vor Christus, haben die Septuaginta oder den Tanach übersetzt ins Griechische, damit er überall gelesen werden konnte. Weil alle konnten Griechisch sprechen, wie man heute Englisch spricht. Ja? Amerika ist die Leitkultur heute. So war das damals Griechenland. Durch Antiochos Epiphanes, Alexander der Große, daher kam das. Und dann ist diese Bibel so starke Verbreitung gefunden, dass Matthäus aus dieser Bibel zitiert. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes und etwas Humorvolles. Die Übersetzung, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden, haben nicht die Christen übersetzt, sondern die Rabbiner. Ja? Jungfrauengeburten waren im Griechischen etwas immer sehr Interessantes und sehr Spannendes. Ja? Das gibt es in der griechischen Mythologie ja öfter. Und diesen Übersetzungsfehler, in Anführungsstrichen, der ist nicht von der Urchristenheit, von der Urgemeinde in die Bibel reingetragen worden. Sonst hätte Matthäus das ja nicht zitieren können. Das hätte denen ja niemand geglaubt. Sondern diese Art der Übersetzung stammt aus dem 3., 2. Jahrhundert vor Christus von den Rabbinern. Und war so Common Sense, so bekannt, auch Jesaja, diese Jesaja-Stelle, der käme aus dem Morgenland, der liest Jesaja, ja, der hat die Jesaja-Rolle gekauft für 50.000 Euro. Es war ja teuer, ja, konnte sich nur der Finanzminister von Äthiopien leisten, die Bibel. Das ist nicht wie bei euch, ihr seid ja vermögende Leute, die ganze Bibel, ja. Ja? Und der hat Jesaja gelesen. Das heißt also, diese Übersetzung Jungfrau statt junger Frau stammt nicht von den Christen, um da die Jungfrauengeburt Jesu rein zu interpretieren in diesen Jesaja-Text, sondern der stammt von den Rabbinern, was sie aber heftig ableugnen. Weil es würde ja bedeuten, dass die Rabbiner die Verkündigung der Jungfrauengeburt Jesu möglich gemacht haben durch ihren Übersetzungsfehler. Versteht ihr? Das ist göttlicher Humor, ja? Das ist ein Übersetzungsfehler, der gar kein Fehler ist. Ja, das heißt also, die haben im 3. Jahrhundert eigentlich falsch übersetzt, haben da Jungfrau reingeschrieben. Und diese Texte waren überall verbreitet und deswegen zitiert Matthäus aus der Septuaginta und Maria war eine Jungfrau, denn in der Bibel steht, dass kein Mann sie erkannt hatte, dass der Engel kommt und sagt, Heiliger Geist wird dich überschatten und das, was von dir geboren ist, das wird Gottes Sohn sein und so weiter. Ja? Die wussten ganz genau den Unterschied zwischen Jungfrau und junger Frau. Keine Frage. Und im Gesamtzusammenhang muss das so sein. Ja? Jesus hatte keinen Vater außer seinem Vater im Himmel. Ja? Der hat halt Gottheit und Menschheit verbunden miteinander. Aber diese Auslegungsmöglichkeit, die Matthäus da nutzt, haben uns die Rabbiner gegeben, was natürlich ein Riesenproblem ist für die. Und deswegen sage ich, um Himmels Willen, die haben damals nur die ersten 5 Bücher Mose übersetzt, nur die Tora, aber nicht die Propheten. Ja? Weil da steht ja dann Jungfrau. Und dann wären wir ja verantwortlich für die Jungfrauengeburt. Drama, ja. Hier in Tübingen, die Deutschen, die haben geholfen, den Juden die Septuaginta zu korrigieren. Ja, 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 spannend. Also ganz spannendes Thema. Und heute gehen jetzt natürlich die Rabbiner wieder zurück zum hebräischen Text und sagen, ja, ja, da steht ja gar nicht Jungfrau. Ja, sage ich, also der Ball liegt in eurem Feld, nicht in unserem Feld. Ja. Aber weil die immer so nur die Hälfte der gesamten Wahrheit sagen, dann sagen die, ja gut, das haben die Christen haben falsch übersetzt, dann ist eure King James Version und da habt ihr halt Jungfrau reingeschrieben. Und dann sage ich, nö, das steht auch schon in der Septuaginta und die war ja von euch, die ist ja drei Jahrhunderte vor Jesus geschrieben worden, da hat ja noch niemand dran gedacht, dass das in Erfüllung gehen würde. Ja? Also ganz spannend und fast ein bisschen muss man schmunzeln darüber. Und manchmal denke ich, wir sehen hier wirklich lebendiges Wort Gottes, wo wir sehen plötzlich, in unseren Tagen kommt dieses Thema Ha'almah wieder auf und die Theologen haben da ein Riesenproblem mit. Ja? Aber ich glaube, wir kommen ein Schrittchen weiter, wenn wir mit der Wiedergeburt Jerusalems da dran gehen. So, jetzt genug der Vorrede. Das war praktisch die politische Situation. Kurz später, das war 733 vor Christus. Moment. Ja, genau. Die beiden greifen
jetzt zusammen in einem Bündnis Juda an. Warum? Eigentlich wollten die ein Bündnis mit Juda machen. Aber Ahas sagt auf Anraten von Jesaja, ich mache kein Bündnis mit euch. Und dann haben die gesagt, okay, wenn du kein Bündnis mit uns machst, greifen wir dich an, setzen dich ab und setzen dort jemand hin, der uns gefällt. Ja, davon spricht Jesaja 7, Vers 1 bis 13. Ja, die wollten dann den Ahas absetzen. Und als die vor Jerusalem stehen, da zittert ganz Israel wie Espenlaub. Da steht jetzt der Rezin und der Pekach. Gott sagt sie, denn es sind zwei rauchende Löschbrände. Die brennen nicht einmal richtig mehr. Die können nicht mal mehr eine Flamme entfachen. Das ist nur noch Glut, was du vergisst es. Die werden verödet sein. Ja? Glaub, bleib im Glauben. Ja? Das war die Situation. Ja? Jerusalem schon wieder belagert von diesen beiden, Pekach und Rezin. Ich lese vielleicht kurz die Verse, dass ihr die ein bisschen im Hinterkopf habt. Jesaja 7 von Vers 1. Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Usias, des Königs in Juda, da zog herauf Rezin, der König von Syrien, Aram ist Syrien, und Pekach, der Sohn Remaljas. Pekach, der Sohn Remaljas. Dieser Pekach wird von Gott nachher nicht mal mehr, in unserer Passage nicht mal mehr mit Namen genannt. Da steht nur noch der Sohn Remaljas, der spricht den Namen nicht mal aus. No name ist er, weil er so ein schmutziger, gottloser Mann war. Ja? Gott verschmäht den Namen, der wird nur hier im ersten Vers genannt. Ja? Also Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König Israels, zogen hinauf gegen Jerusalem, um gegen dasselbe zu streiten, konnten es aber nicht gewinnen. Da war dem Hause David angesagt, die Syrer haben sich gelagert in Ephraim, ja, die sind da herangezogen, nach Nordisrael. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volks, wie die Bäume im Wald beben vom Winde, wie Espenlaub, ja, haben die gezittert. Aber der Herr sprach zu Jesaja, gehe hinaus Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, am Wege beim Acker des Waldmüllers. Also er sagt, Jesaja, du und dein Sohn, der Shea-Jashub heißt, ein Überrest wird umkehren, geh mit dem zusammen auf Ahas zu und rede mit ihm. Und er spricht zu ihm, hüte dich und sei still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen zwei rauchenden Löschbränden. Ja, das sind noch Grillkohlen, das ist kein flammendes Feuer, was da auf dich zukommt. Ja? Fürchte dich nicht vor dem Zorn Rezins und der Syrer und des Sohnes Remaljas. Ja, fürchte dich vor dem. Man merkt, der Pekach wird nicht mehr beim Namen genannt. Gott verschmäht den Mann. Das ist ein Bild für den Antichrist, das ist ein Bild für den falschen Propheten. Dieses Pärchen kommt in der Endzeit wieder auf. Das wird uns hier gezeigt. Die beiden kommen wieder. Deswegen verschmäht Gott hier den Namen von Pekach. Ja. Sprich zu ihm, hüte dich und sei still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen zwei rauchenden Löschbränden, vor dem Zorn Rezins und der Syrer und des Sohnes Remaljas, dass die Syrer wider dich einen bösen Ratschlag gemacht haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas. Ja, die beiden haben einen bösen Rat gemacht, die haben ein Bündnis geschlossen gegen Juda, um Ahas abzusetzen. Fürchte dich nicht, sagt er. Ja. Und sagen, wir wollen hinauf nach Juda und es erschrecken und hineinbrechen und zum König darin machen, den Sohn Tabeels. Denn der Sohn Tabeels ist nicht bekannt, wer das war. Scheinbar wird dessen Name auch nicht ausgesprochen, auch verschmäht von Gott. Irgendein Sohn Tabeels, man weiß nicht, wer das war. Es scheint eine Verballhornung auch zu sein von Tabeal, aber irgendjemand Unwichtiges soll halt hier in Jerusalem und in Juda König sein, der dann so schwach ist, dass er mit den beiden ins Bündnis geht, um ganz Israel und Syrien gegen die Assyrer zu stellen. Ja. Denn also spricht der Herr, es soll nicht bestehen, noch also gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist in Syrien, ja, so wie Damaskus die Hauptstadt in Syrien ist, so soll Rezin das Haupt zu Damaskus sein und nicht mehr. Er bleibt Haupt seines Staats und gibt keine Ausweitung seines Staatsgebietes. Ja? Und über 65 Jahre soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk sein. Und wie Samaria, das Haupt ist in Ephraim, also wie Samaria die Hauptstadt ist in Ephraim, im Norden Israels,
So soll der Sohn Remaljas das Haupt zu Samaria sein. Ja, auch der bleibt genau in seinem Staatsgebiet und da wird sich gar nichts ändern, solange bis die Assyrer kommen und alles wegschwemmen, was da noch an Staat ist. Ja. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das ist das, was uns Gott jetzt also erzählt in den ersten Versen in Jesaja. Und dann geht es weiter mit Vers 10, den haben wir gelesen. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei unten in der Hölle oder droben in der Höhe. Egal, was du dir wünschst. Das kann im Himmel oder in der Hölle sein, in der Höhe oder in der Tiefe. Was du dir wünschst als Zeichen, gebe ich dir, Ahas. Weil das, was hier passiert, so programmatisch für die Endzeitgeschichte Gottes mit Israel ist, dass ich dir jedes Zeichen gebe. Jedes Zeichen bekommst du von mir. Wünsch dir irgendwas und du wirst es bekommen. Das ist eine der Begebenheiten, die dreimal in der Bibel auch erwähnt werden. Ja? So wichtig war das Gott. Warum? Weil sich das hier in der Endzeit wiederholt. Wir sind ja in einem ganz programmatischen, prophetischen Punkt angelangt. Und deswegen sagt Gott, wünsch dir, was du willst. Und der Ahas, der Dummkopf, der sagt aus falscher Bescheidenheit, nee, ich wünsche mir mal lieber nichts. Da steht der Jesaja da und fällt aus allen Wolken. Ja? Und sagt, Ahas, jetzt war Zeit. Jetzt hättest du, und Gott hätte dir alles gegeben. Ja? Manchmal gibt Gott so Zeiten in unserem Leben. Es gibt ein Lied, das heißt, lass mich noch einmal verstohlen Atem holen in deiner Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da denke ich immer, mein lieber Manfred Siebald, das war doch die Zeit, in der Ewigkeit Atem zu holen. Da musst du dir die Lungen voll machen. Ja? Und nicht nur verstohlen nochmal Atem holen. Mach dir in der Ewigkeit die Lungen voll, da musst du den Smog hier nicht einatmen auf der Welt. Ja? Was ist denn das für ein Liedtext? Nicht verstohlen, wenn Gott sagt, jetzt ist Zeit. Einatmen, ja? Ruach, ja? Gottes Geist. Nicht verstohlen und sich dann hier Luft holen. Ja? Ihr versteht, wie ich es meine. Und das war so die Situation hier auch bei dem Ahas. Ja? Nimm dir ein Zeichen, was du willst. Es sei in der Höhe oder in der Tiefe. Ich gebe dir jegliches Zeichen. Und der Ahas lehnt ab. Und der Jesaja sagt, es darf nicht wahr sein. Und dann sagt er, ihr seid so schrecklich langweilige Leute, sagt er. Ihr langweilt euch selber, ihr langweilt die Welt. Gott langweilt ihr auch noch. Was soll ich machen mit euch? Ja? Es gibt manchmal so geistlich langweilige Leute. Entschuldigung, dass ich das so offen sage. Ja. Ja. Und dann gibt Gott selber ein Zeichen. Dann gibt Gott selber ein Zeichen. Ja. Und das ist unglaublich spannend. Ja. Wohlan, so hört ihr vom Hause David, der Herr wird euch ein Zeichen geben, und zwar der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Gutes und Böses zu unterscheiden. Denn ehe der Knabe weiß, Gutes und Böses zu unterscheiden, wird das Reich dieser beiden Könige verödet sein, von denen dir jetzt noch graut. Ja, das würde ja heißen, dass zur Geburtszeit Jesus, Syrien und Ephraim verödet wurden. Nein, das passt nicht auf die Geburtszeit Jesu. Hier scheint die Prophetie weiterzugehen. Ja? Die hatte laut Matthäus natürlich ihre Ersterfüllung in der Jungfrauengeburt Marias. In der Jungfrau Maria. Aber die hat noch eine endzeitliche Erfüllung. Ja? Kurz später, jetzt kommt glaube ich meine Textstelle hier, ja? Das habe ich euch gerade so erzählt mit eigenen Worten. Ja? Genau. Wir haben also jetzt in dieser Prophetie drei Aussagen. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und die wird einen Sohn gebären, der wird sie nennen Immanuel. Und das erste ist, Butter und Honig wird er essen. Warum wird er Butter und Honig essen? Das liegt nicht daran, dass der so ein luxuriöses Leben führt, sondern das liegt daran, dass das ganze Land entvölkert und menschenleer ist. Ja? Und die Kühe so viel Milch geben, dass man daraus sogar Butter machen kann. Butter war was Wertvolles früher. Ja? Wir essen ja Butter heute gerade so und streichen das aufs Brötchen, aber das war Luxus. Und Honig ist ausreichend süß wie Honig. Ja? Das war selten Honig. Und das Land ist so entvölkert, weil in der Endzeit Verwüstung herrschen wird, wie Daniel sagt, und sogar ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird. Ja? Und die Verwüstung bis ans Ende geht, bis Gott wiederkommt in Christus. Und das ganze Land komplett entvölkert sein wird. Deswegen wird dieser Immanuel Butter und Honig essen können. Nicht wegen Luxus, sondern weil keine Menschen mehr da sind. Ja? Und weil die Milch, die gegeben wird, sich auch viel weniger verteilt. Das ist diese verborgene Aussage. Butter und Honig wird er essen. Er muss lernen, Böses verwerfen und Gutes zu erwählen.
Und das Land wird verödet sein vor deren beiden Königen, der Graut. Das ist die Prophetie, die offensichtlich zur Zeit Jesu so nicht eingetreten ist. Ja? Aber damals war es so, das war das Jahr 733 vor Christus. Das war Assyrien im Norden. Und 11 Jahre später sind beide Länder, Aram, Syrien und Israel und alle Länder hier, komplett überrannt worden von Assyrien. Wenn es so ist, dass die Bibel sich wörtlich in der Endzeit wiederholt, wäre das etwas, was wir in der letzten 70. Jahrwoche erwarten müssen. Nicht Rom, das ist ja hier hinten irgendwo Rom, ja? Das hier. Es kommt so, wie es damals war. Alles rot, ja? Also nicht Trump jetzt, ne? Ja, keine roten Staaten in Amerika hier, nur noch Demokraten hier unten übrig, ja? Sondern ich habe halt keine anderen, da habe ich lang gemacht, bevor der Trump da irgendwo gewählt wurde, ja? Ja? Aber Assyrien Weltmacht geworden. Riesiges Weltreich. In der Endzeit wird der Antichrist von hier aus nach Süden gekämpft haben, bis nach Libyen und ganz Nordafrika erobert haben. Das sind die beiden Blöcke. Ja? Der große assyrische Block und der Block vom Antichrist von Syrien bis Libyen und runter Äthiopien. Hier unten, da ist das Reich des Antichristen. Und die beiden Blöcke, die treffen hier in Harmageddon aufeinander. Und die beiden ziehen zum Schluss nach Jerusalem rauf. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich will euch nur zeigen, diese Jesaja-Stelle ist einer der Nabelpunkte endzeitlicher Prophetie, tief im Alten Testament. Ja? Gut, also das war die Situation, die man sie damals hatte. Und das sind unsere drei Punkte und die schauen wir uns kurz an. Diese drei Punkte gab es, also, wie soll man das sagen, passen nicht auf Jesus selber. Ja, die gehen über die Person Jesu hinaus. Aber Matthäus zitiert diese Stelle als eine Vorhersage für die Jungfrauengeburt Marias. Die Geburt Christi war aber also getan. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand sich's, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Der arme Josef. Das muss man ja mal glauben, ja? Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen. Feiner Zug. Feiner Mann, der Josef, ja? Also der hätte die Maria verlassen, dass sie mit ihrem neuen Lebenspartner dann zusammen hätte leben können, dass sie kein uneheliches Kind bekommt, ja? Ein feiner Zug eigentlich, ja? Wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Indem er aber also gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen, denn das in ihr geboren ist, ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen. Nicht Immanuel, nö, Jesus, ja? Den sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und jetzt kommt's, das ist aber alles geschehen, auf das erfüllet würde, was der Herr durch den Propheten Jesaja in Klammern gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Das ist übersetzt, verdolmetscht, Gott mit uns. Das ist aus der Septuaginta. Ja? Das heißt also, Gott sagt in seinem Wort durch Matthäus, dass in der Jungfrauengeburt Marias diese Prophetie über die Jungfrau, die schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird, in Erfüllung gegangen ist. Ja? Die aber noch einen weiteren Erfüllungspunkt hat, wie wir eben ja gesehen haben, weil manche Dinge passen ja nicht darauf. Ja? Also diese Stelle wird von Matthäus als alttestamentliche Vorhersage für die Jungfrauengeburt Marias zitiert und sie ist ein wunderbarer Beweis für die Inspiration alttestamentlicher Texte. Gibt es gar kein Vertun dran und auch kein Abtun. Ja? Dennoch stellen sich einige unüberwindbare Fragen, wenn wir die ganze Prophetie betrachten und das müssten wir ja. Kontext, Kontext, Kontext heißt es immer. Ja? Und das machen wir jetzt. Sind zur Zeit der Kindheit Jesu Syrien und das Nordreich Israel durch Assyrien verödet oder zerstört worden, wie das diese Bibelstelle beschreibt? Nein, es gab kein Assyrien, es gab auch kein Israel. Konnte die ferne Erfüllung des Zeichens
überhaupt glaubensstärkend für Ahas in seiner damaligen Situation sein? Das ist eine interessante Frage. Gott gibt ja dem Ahas ein Zeichen, was erst 733 Jahre später in Erfüllung ging. Versteht ihr? Sagen die Rabbiner, was ist denn das für ein komisches Zeichen mit eurem Jesus? Das konnte doch kein Zeichen für den Ahas sein. Ja, sage ich, natürlich nicht. Gott gibt dem Ahas ein Zeichen, was er nicht verstehen konnte und auch nicht sollte, weil er ein gottloser Mann war. Aber er gibt uns ein Zeichen, die durch Gottes Geist Gottes Wort verstehen. Und wir sehen, es ist in Erfüllung gegangen in der Jungfrauengeburt Marias und wird nochmal in Erfüllung gehen. Ja? Aber für den Ahas sollte das überhaupt kein Zeichen mehr sein. Und deswegen konnte auch die ferne Erfüllung des Zeichens bei der Jungfrauengeburt Marias 800 Jahre später für Ahas gar kein glaubensstärkendes Zeichen sein. Er wollte auch keins, er kriegt auch keins. Aber wir kriegen eins. Wie fein Gott das zu trennen weiß, ja? Also da müssen wir auch sagen, nein. Falls die Stelle für Christus allein gilt, musste der Sohn Gottes erst lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden? Ich glaube, nein. Es passt irgendwie nicht auf Jesus. Wie gehen wir mit der Bibelstelle um? Ja, was machen wir jetzt damit? Wir wissen, dass Jerusalem am Ende der Gemeindezeit erneut belagert werden wird. Wie damals. Wir wissen, dass sich dann die Situation Hiskias und auch die vom König Ahas wiederholen wird. Alles das, was uns die Bibel dort im Modell 1:50 zeigt, kommt wieder. Ja? Gott sucht wieder auf, was vergangen ist. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Gott sucht das wieder auf, was vergangen ist. Deswegen sollen wir ja die Bibel lesen und auch kennenlernen. Denn wenn wir wissen, wie es war, wissen wir, wie es sein wird. Ja? Wer sagt das? Jesus. Wo? Naja, wenn er sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien. Ja? So wird es auch sein, wenn es Menschensohn kommt. Das heißt, er sagt, so wie damals, so auch in der Zukunft. Das heißt, Gottes Wort gibt uns Licht für etwas, was kommen soll, und das gleichen wir dann ab mit dem, was wir mit diesen Augen sehen. Ja? Aber nicht umgekehrt. Ja? Also wir wissen, dass diese Situation, hier müsste eigentlich Ahas stehen, ja, dass die Situation von Hiskia und auch von Ahas dann wiederholen wird, es wird wieder kommen. Denn dann wird Geisteskraft da sein und die Stadt Jerusalem wird an einem Tag zum Glauben an Jesus kommen. Das ist für die Endzeit vorhergesagt. Da haben wir gestern behandelt, ja. Und der Belagerer wird wieder von der Stadt abziehen, ohne sie zu erobern, wie bei Hiskia und auch wie bei Ahas. Es ist ja hier auch nicht passiert. Ja? Israel und Jerusalem sind ja übrig geblieben. Und wir wissen, dass die Bewohner in der Endzeit in Jerusalem diese Bibelstelle dann verstehen werden. Könnt ihr euch vorstellen, wenn Jerusalem zur Wiedergeburt kommt, dann sind da lauter Israelis oder also 99,9% werden das Juden sein. Wahrscheinlich orthodoxe Juden. Die haben nämlich gar kein Geld, irgendwo hinzufliegen. Ja? Die wissen sonst nirgendwo hin, außer in Jerusalem zu sein. Und die bleiben dort übrig. Die kennen die Bibel aber auswendig, weil die lernen die schon mit 12 Jahren in der Yeshiva, geht es dann los und lesen die jeden Tag die Bibel. Ja? Gestern hat jemand erzählt, ich war gestern auf so einer Veranstaltung, der sagte, er war in Israel und die Taxifahrer haben einen extra Raum, wo sie in den Pausen, wo sie nicht fahren, sich hinsetzen können, um die Tora zu studieren. Und da war er ganz erstaunt und erzählt einem Freund, sagt ja, bei euch da studieren ja sogar die Taxifahrer die Tora. Nee, sagt er, ist andersrum. Die Tora-Gelehrten fahren bei uns Taxi. Also so typisch jüdischer Humor. Ja? Ja? Und wenn dieser kleine Überrest in Israel, in Jerusalem eingeschlossen ist und wenn die Gottes Geist bekommen, dann macht Gottes Geist in denen dieses Wort lebendig und denen purzeln nur so die Bibelstellen in den Schoß. Alttestamentliche Bibelstellen, ja, weil alles, was im Neuen, auch im Alten steht. Und alle diese Bibelstellen werden lebendig und dann lesen die diese Jesaja-Stelle, Ha-Alma, die junge Frau wird schwanger und wird gebären. Da sagen die, ja, das sind wir. Warum? Naja, weil Gott mit uns ist, in Christus. Wir haben Jesus gefunden. Vielleicht sagen die Yeshua. Wir sagen ja auch Jesus oder Il Jesu oder Jesu oder Jesus. Ja, so sagen die dann halt Yeshua. Ja? Und die werden sagen, Gott ist mit uns in Christus. Wir sind Immanuel. Das heißt, die lesen diese Bibelstelle Jesaja 14 und sagen, das steht ja von uns. Das ist von uns geschrieben.
Das heißt also, diese Bibelstelle redet direkt in ihre Situation hinein. Und so würde ich auch die Offenbarung verstehen wollen vom Johannes. Die ist eigentlich nicht für uns Heidenchristen. Auch, aber die ist speziell für den Überrest in Jerusalem oder ich will sagen für die letzte 70. Jahrwoche. Warum? Weil Johannes sagt, das ist das, was Gott oder Christus seinen Knechten gegeben hat, damit sie wissen, was bald geschehen soll, in Bälde geschehen soll, schnell geschehen soll. Aber dieses schnell ist schon 2000 Jahre alt. Ja, ist ja nicht schnell. Ich glaube, dass die Offenbarung ihren engeren Erfüllungsrahmen in der 70. Jahrwoche hat. Und wenn das anfängt zu laufen, das wird schnell geschehen. Das in 3,5 und 3,5 Jahren kommt der Herr wieder. Das geht schnell. Und seine Knechte, das ist der Überrest, der in Jerusalem wiedergeboren wird. Ja? Und wir dürfen da auch schon reinschauen, aber im engeren Sinn ist die Offenbarung für diesen Überrest in der letzten 70. Jahrwoche. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Sie selbst werden sehen, wie die Stadt Jerusalem, in der sie sich selbst befinden, Geburtswehen bekommt und gebiert. Das finde ich gigantisch. Ja? Die verstehen ihre Situation aus dem Tanach, aus den Ketuvim, ja, aus den Propheten. Verstehen die, was gerade, das wird ganz lebendig und direkt zu ihnen sprechen. Ja? Eine Jungfrau wird schwanger werden und gebären. Das haben wir gestern angeschaut, ne? In Micha habe ich euch das gezeigt, dass da steht, indes lässt er die, die gebären soll, so lange plagen, bis sie geboren hat. Ja? Weil das kommt. Das heißt, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Ja? Wir wissen von einem Geheimnis mit dieser Stadt Jerusalem und wir sehen plötzlich, dass das hier in Jesaja 7 auch anwendbar ist und sehr, sehr viel Einfluss hat auf diese Bibelstelle. Dieses Kind, dieser Immanuel, werden die wiedergeborenen Bürger zu Jerusalem sein. Aber es ist doch auch Jesus. Ja, natürlich. Ja, aber wie gehören die denn zusammen, Jesus und Wiedergeborene? Naja, die sind ein Leib. Jetzt sind wir bei Paulus. Ja? Die Gemeinde ist der Leib Christi, er ist das Haupt. Der Immanuel besteht aus Haupt und Gliedern. Das Haupt wurde geboren von der Jungfrau Maria, der Leib wird geboren von der Jungfrau Zion und in der Endzeit von der dann jungen Frau Zion, kommen wir gleich noch zu. Ja? Und das ist alles ein Leib, Christus und seine Gemeinde. Und weil die Stadt Jerusalem den König Israels verworfen hat, dürfen wir dazugehören zu diesem Leib. Wir sind Gnadenwahl. Der König ist zu uns gekommen, ja? Und lädt uns ein. Das ist gigantisch. Ja? Das ist Evangelium. Für uns ist alles gut geworden. Ja? Wunderschön. Ja? Der Name Jesus, Jesus ist unser Herr. Ja, wenn man so will, ja. Ein Sammelbegriff. Okay. Ja? Okay, ja, gut. Ja, man muss ein bisschen umdenken, ja, wenn man das zum ersten Mal. Das ist sowieso eine ganz schwierige Situation, also schwierige Bibelstelle auch. Aber so könnte man sagen, ja? Ja? Das ist auch meiner Meinung nach der Grund dafür, warum Jesus nicht Immanuel hieß, sondern Jesus. Wir haben ja auch noch unsere Namen, ja? Nach dem irdischen Namen. Aber im Geist sind wir eins mit ihm. Und das hat Paulus verstanden. Und wir sagen das so schnell dahin, Christus ist das Haupt und wir sind die Glieder, weil uns das so geläufig ist. Wenn wir zur Urgemeinde gehören würden und aus Israel wären und von Mose und vom Sinai her geprägt wären, würden wir hören, was das für eine Sprengkraft hat, das zu behaupten. Das war Ketzerei. Ja? Weil Gott ist Gott und er ist einer und wir Juden sind sein Volk, aber wir sind nicht ein Teil Gottes. Und Gott ist auch nicht in uns, in irgendeinem Geist. Das ist griechisches Denken. Das ist Esoterik. Aber das ist nicht Tanach, so sagen die Juden. Doch, das ist Tanach. Wo steht das? In ihrem Tanach, in Jesaja. Deswegen finde ich das so gigantisch, was wir hier sehen. Das spielt sich vor unseren Augen ab. Ja? Und das wird plötzlich lebendig, das glitzert. Ja? Das fängt an zu leuchten. Also dieses Kind, dieser Immanuel, das werden die wiedergeborenen Bürger zu Jerusalem sein. Dieses Kind wird sehr wohl lernen müssen, Gut und Böse im Glauben zu unterscheiden, wie wir das auch müssen. Es sind Menschen, die sind wiedergeboren, sind Menschen. Ja, die sind ihrer Nationalität nach Israelis. Aber die sind von Neuem geboren. Und so wie ihr und ich lernen müssen, unser Leben in den Griff zu bekommen und Sünde zu bereinigen und neu, in Neuheit des Wesens zu wandeln, müssen die das auch. Ja? Das ist also eine Prophetie, die für den Leib des Immanuel gilt, nicht für das Haupt. Ja?
Jetzt wird langsam diese Stelle auch klar und wir können sie ein bisschen besser verstehen, warum diese Prophetie noch weitergeht. Ja? Und es werden auch noch viel mehr Bibelstellen erklärbar, diesen Schlüssel, den Gott uns in seinem Wort gegeben hat mit der Wiedergeburt Jerusalems. Wir können noch viel mehr Stellen sehen, aber diese finde ich besonders wichtig, weil die Bibelkritiker nämlich da rangehen und sagen, die Rabbiner haben recht, im hebräischen Urtext steht tatsächlich Ha-Alma, die junge Frau. Und jetzt hat die Theologie, auch die evangelische, katholische, die christliche Theologie, hat ein Riesenproblem. Weil, und ihr seht das auch, in manchen Bibeln gibt es auch Anmerkungen, Züricher Bibel, Neue Genfer Übersetzung, Elberfelder auch, wenn ihr die aufschlagt, die machen Fußnoten, wo dann steht eigentlich Ha-Alma, die junge Frau. Weil die kommen nicht mehr drum rum. Das ist aber erst so die letzten Jahre. In meiner alten Lutherbibel steht das noch nicht. Ja? In manchen Studienbibeln ist es vermerkt. Aber der normale Bibelleser kommt jetzt da drüber und sagt, ja, steht jetzt da Jungfrau oder steht da jetzt junge Frau? Steht da Betula oder Ha-Alma? Ja? Und in den Bibelschulen, in den theologischen Einrichtungen, da fängt man an und sagt, seht mal, das ist eine Erzählung, die Jungfrauengeburt Marias. Das ist eine christliche Tradition, die hat bei Matthäus angefangen, aber der Text selber sagt das nicht. Und dann fangen die Studenten an und sagen, ja Moment, das kann doch nicht sein. Und dann geht der Professor ins Hebräische und dann zeigt er denen das und dann werden die ganz durcheinander im Glauben. Und dann fangen die an mit dem Trito-Jesaja und dem Deutero-Jesaja und dann sezieren die Gottes Wort und schneiden das auseinander und glauben, sie wären besonders klug, dass sie das tun. Aber sie verstehen leider nicht, was da wirklich mit gesagt ist. Jedes Tüpfelchen vom I muss so sein. Aber weil die das nicht wissen einzuordnen, kommen die in ihre Gemeinden zurück und sind so erschüttert in ihrem Vertrauen in Gottes Wort, dass die dem Wort nicht mehr glauben. Und manche sind guten Willens und sagen, ja, wir wollen das ja glauben und es hat ja auch moralisch das Liebesgebot Jesu, das ist ja auch wichtig für die Menschheit, dass es gesund zusammenlebt. Aber so richtig verlässlich bis zum Letzten ist die Bibel nicht, weil unser Professor hat uns ja gezeigt, dass dort halt junge Frau steht und nicht Jungfrau. Und andere Stellen sind auch irgendwie schwammig oder nicht, ja, und so verunsichert kommen die dann aus den Bibelschulen. Ich möchte gern genau das Gegenteil machen. Ich möchte euer vorbehaltloses Vertrauen in dieses Wort Gottes wecken. Das ist in Stein gemeißelt, ja. Jesus sagt, kein I-Tüpfelchen, kein Jota wird davon, eher fallen hier die Berge und die Hügel fallen hin, als dass das hinfällt. Und das ist das, was ich habe. Ja? Das möchte ich gern, dass wir das haben. Grenzenloses Vertrauen in dieses Wort Gottes. Jesus sagt zu den, da gibt es ja Juden, die sagen, wir hätten gerne ein Zeichen von dir gesehen. Da sagt er, euch wird kein Zeichen gegeben als das Zeichen des Propheten Jona. Was meint denn Jesus damit? Der sagt, wenn ihr den Tanach lest und lest Jona in der Heiligen Schrift, ist das so zuverlässig, als ob ihr dabei gewesen wärt. Ja? Euch wird kein Zeichen gegeben als das Zeichen des Propheten Jona. Ja, er war 3 Tage im Bauch des Fisches und kommt wieder raus. Ja? So war Jesus 3 Tage tot und wieder auferstanden. Das ist, wenn wir Jona lesen, so, als ob wir mit ihm im Bauch des Fisches wären. So weit möchte ich gehen. Das ist Gottes Wort. Ja? Und ich habe jegliche Kritik an der Bibel für mich ein für alle Mal abgelegt. Ich bin ein absolut kritischer Mensch. Ich bin auch so erzogen worden, ihr habt einen Job gehabt, da hat unser Chef gesagt, ihr dürft überhaupt nichts glauben, was die Leute euch sagen. Wir haben so Gutachten gemacht für Banken, ja. Und die kommen da mit allerlei Versprechungen da, die wollen ja Geld von der Bank und dann machen die ihre Projekte hübsch, ja. Und dann mussten wir halt rausfinden, wo sind die Knackpunkte und wie sieht die Bank das. Wir dürfen überhaupt nichts glauben. Ja, ihr müsst das alles selber nachprüfen. Und dann macht ihr euch eure Meinung darüber. Und diese kritische Haltung habe ich immer noch. Und die habt ihr ja hoffentlich auch gegenüber der Presse und den Nachrichten, weil ihr alles so hört. In der Bibel habe ich das vollkommen abgelegt. Ja? Ich setze erstmal voraus, dass ich mich irre, bevor ich voraussetzen würde, dass die Bibel sich irrt. Also das ist das, was ich gerne weg möchte. Und deswegen mache ich die Videos, mache ich die Vorträge, weil das so zuverlässig ist. Ja? Und ich muss sagen, mir blute das Herz, wenn ich sehe, wie die Rabbiner mit Halbwahrheiten evangelikale Christen aus ihrem Glauben herausbuxieren und die in die noachidischen Gebote oder ins Judentum ziehen. Ja, das ist ein Drama, was da passiert. Okay, jetzt gucken wir mal, welche Erfüllungszeitpunkte wir haben von dieser Jesaja-Prophetie. Also Jesaja 7 im Hinterkopf, ja.
siehe die Jungfrau, siehe eine Jungfrau wird schwanger werden. Ja? Das kommt also aus Jesaja und die erste Erfüllung ist die Jungfrauengeburt Marias, sagt Matthäus. Ja? Das zweite Mal, dass geboren wurde in der Heilsgeschichte Gottes, war zu Pfingsten in Jerusalem. Das ist die zweite Erfüllung. Denn da hat Zion ihr erstes Kind geboren, als Jungfrau. Und dann kommt die Enderfüllung der Wiedergeburt Jerusalems. Und jetzt haben wir die drei Erfüllungszeitpunkte für diese Jesaja-Stelle. Ja? Habe ich das denn schön gemacht? Toll, oder? Mann, das hat Tage gedauert. Ja? Und eigentlich können wir hier dieses Pfingstereignis in Jerusalem, das können wir eigentlich sagen, das ist die Jungfrauengeburt Maria, das war ihr erstes Kind. Und hier hinten wird sie das zweite Mal gebären, in Anführungsstrichen. Wieso, was ist das für eine Geburt, die da geschieht? Und wie ordnet man die ein in Verbindung mit Jesaja? Wiedergeburt. Und da müssen wir uns ein bisschen anschauen, was da im Text steht. Jetzt möchte ich euch das gerne zeigen, dass ihr ein bisschen seht, was da so bewegt wird. Eine Zwischenfrage habe ich noch vorher, genau. Israel heute, ist das ein alter oder ein junger Staat? Bitte? Ein junger Staat eigentlich, ja, verhältnismäßig jung, jetzt um die 70 Jahre, ist für einen Staat relativ jung. Ist natürlich auch gleichzeitig relativ alt, aber eigentlich ist Israel ein junger Staat, ja. Also wenn Israel ein junger Staat ist, dann ist Jerusalem auch eine junge Hauptstadt. Ja, das ist die Perspektive, die man hier vielleicht einnehmen darf. Zweite Frage. Ist das Jerusalems erste Geburt? Nein. Jerusalem hat hier schon mal geboren. Also hier zu Pfingsten. Ja? Dann ist Jerusalem hier hinten noch keine Jungfrau mehr. Er hat schon mal geboren. Habe ich mir sagen lassen, ja? Das heißt also, dann taucht die Frage auf, ist Jerusalem in der Endzeit eine junge Frau? Ja, eigentlich schon, oder? Das heißt also, wenn die Jesaja-Prophetie sich auf die Endzeit bezieht und im Grundtext steht, die junge Frau wird schwanger werden, dann stimmt es doch. Ja, natürlich. Jedes Jota stimmt. Die Jungfrauengeburt war ein Übersetzungsfehler und die Rabbiner haben uns geholfen, die Jungfrauengeburt Marias zu verstehen. Ich schmunzel da immer drüber. Ja, ich muss da so schmunzeln drüber. Das Ganze, ja, diesen Übersetzungsfehler hat Gott verwendet. Das sollte so sein. Und jetzt kommt das wieder auf, da in der theologischen Welt und auch in den Rabbinern, die da immer wieder sprechen drüber und sagen, Ha-Alma, die junge Frau. Ja? Also ist Jerusalem in der Endzeit eine junge Frau. Und jetzt schauen wir uns mal an, was im Grundtext steht. Ja? Möchte ich euch zeigen. Habe ich das hier mal rauskopiert, ist jetzt in Englisch, interlinear. Therefore shall give the Lord himself to you a sign. Deswegen wird der Herr selbst dir ein Zeichen geben. Behold, a virgin shall conceive. Höre, eine Jungfrau wird empfangen. And bear a son, und einen Sohn gebären. And shall call his name Emmanuel, und soll seinen Namen Immanuel heißen. Das ist das interlinear übersetzt. Was hier im Hebräisch, muss man von rechts nach links lesen, ne? Da geht die Welt ja andersrum, die Uhren gehen da auch andersrum. Ja. Ist natürlich nicht wahr. Ja. Im Schwäbischen gehen die Uhren anders, habe ich gehört. 23:45, wer kann denn sowas verstehen? Ja? Bin ich seit 30 Jahren mit meiner Frau, streite ich mich darum, 23:45. Zwei Glasen, sage ich dann, heißt es an der Nordsee, da könnt ihr auch nichts mit anfangen. Ja. Sie versucht es mir, aber für sie ist das ganz logisch. Ja? Ist aber bei Mischehen ist das so. Ja. Ja. Also hier wird übersetzt im Englischen, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. A virgin. Ja? Aber im Hebräischen steht Ha-Alma. Hier steht eine Jungfrau, so wird hier übersetzt. Und im Hebräischen steht die junge Frau. Dieses Ha heißt die junge Frau. Die Rabbiner sagen, ja, das war die Frau vom Ahas. Und die hat den Hiskia geboren. Nichts Jungfrauengeburt. Die junge Frau wird schwanger werden. Und damit ist gemeint, die Frau vom Ahas, die wird schwanger werden, die hat den Hiskia geboren. Und der Emmanuel, der Israel rettet, naja, das war Hiskia. Der hat ja gebetet da und sind die Assyrer ja alle wieder abgezogen da. So war das damals. Das sagen die Rabbiner. Aha,
Sagen die Geburt von Hiskia war sowas Besonderes, das war ein Zeichen dafür, dass Jerusalem nicht eingenommen wird. Macht doch gar keinen Sinn. Ja? Die versuchen das wegzuerklären, um Himmels Willen. Das darf nicht wahr sein, was die Christen da sagen. Ja? Und deswegen erklären die das weg. Und die Christen werden unsicher, weil hier tatsächlich Ha-Almar steht. Aber wir haben eben schon gesehen, wir reden ja, wenn wir von der Jungfrauengeburt Marias, wenn wir daran denken, nein, Entschuldigung, wenn wir von der Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit denken, dann denken wir daran, dass die Jerusalem dann ja eine junge Frau ist. Ja? Also das würde durchaus hiermit passen. Und dann sehen wir auch hier, dass die Übersetzung hier eigentlich so ein bisschen getrickst ist. Ja? Damit das mit Matthäus passt. Weil man guten Willens ist und man will Matthäus ja nicht widersprechen, geht man jetzt her und die Übersetzer übersetzen hier auch eine Jungfrau, weil Matthäus das so zitiert. Das ist der Grund dafür. Aber eigentlich, und da haben die Rabbiner gar nicht Unrecht, steht hier wirklich Ha-Almar. Und das kriegen halt die Studenten im Theologiestudium beigebracht. Und dann verlieren die ihr Vertrauen zur Bibel. Und das ist unnötig. Ja? Ich habe das hier mal rausgezoomt. Ja? Ha-Almar. Aber da müsste Betula stehen. Das ist eine Beugung hier. Betula ist eigentlich junge Frau. Jungfrau, Entschuldigung. Ja? Also Betula ist Jungfrau und Ha-Almar ist eigentlich junge Frau. Und diese 70 haben es damals aus Versehen Betula übersetzt ins Griechische. Genau, ja. Also das ist eine. Also man. Genau, ja. Also in Ägypten gab es einen ptolemäischen König aus dem Ptolemäergeschlecht, Grieche. Ptolemäus war ja einer der Generale Alexanders. Also Ägypten war griechisch, Syrien war griechisch, das war die ganze griechische Welt. Und der wollte wohl gerne eine Übersetzung auch haben, der Bibel ins Griechische. Und ob das wirklich 70 waren, weiß man nicht. Das ist die Überlieferung, ja. So wird's halt transportiert und deswegen heißt es auch Septuaginta. Aber dass die Übersetzung angefertigt worden ist zu der Zeit, das ist klar. Und ich sage mal, was ist schon sicher auf der Welt, aber 99% Sicherheit besteht, dass das ganz übersetzt wurde. Also das ganze Alte Testament und nicht nur die ersten 5 Bücher Mose. Also man kann sich das auch überlegen, ich meine, das fing im 3. Jahrhundert an, 250 vor Christus und ging eine gewisse Zeit. Aber man muss überlegen, bis Matthäus dieses Kapitel zitieren konnte, sind ja ungefähr 250, 280 Jahre vergangen. Ein Vierteljahrtausend in der griechischen Welt. Und die Juden übersetzen nur die ersten 5 Bücher Mose. Als erstes würden die Jesaja übersetzen. Es war ja die stille Zeit. Genau. Ja, genau. Also, wenn die Juden angefangen haben, den Tanach, die ersten 5 Bücher Mose ins Griechische zu übersetzen und hatten ein Vierteljahrtausend Zeit, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass die nicht übersetzt wurden. Wenn ihr googelt Wikipedia und so, findet ihr auch Aussagen dazu. Ich bin da auch kein so großer Fachmann drin, da müsste man jetzt wirklich so einen Philologen fragen nach. Aber selbst in Wikipedia steht, dass das alles übersetzt worden ist. Aber die Juden sagen, die wehren sich mit Händen und Füßen, weil ihr versteht das Problem, ja? Die stehen blanko da. Und deswegen darf das nicht sein. Ja? Deswegen erklären die das ganz gerne weg. Ja? Und bei Matthäus, da ist die Übersetzung, das ist fest, das ist Jungfrau. Da ist Jungfrau, das griechische Wort für Jungfrau. Oh, fällt mir wieder ein, ich habe es gerade nicht parat. Aber der übersetzt Jungfrau, ja. Ja. Und daran und auch an anderen Stellen kann man das sehen. Auch im Hebräerbrief sieht man, dass die Septuaginta zitiert wird. Wenn da Psalmen zitiert werden, sieht man, dass die nach Septuaginta-Übersetzung zitiert werden. Ja? Und die Septuaginta war halt, meiner Meinung nach, waren die Übersetzer sehr griechisch geprägt, auch von griechischem Denken, griechischer Philosophie, vielleicht auch von ihrem Auftraggeber. Ja? Und der war Grieche und der mag gerne Jungfrauengeburten haben. Und dann waren die dem zu gefallen. Ja? Wenn es ein paar Euro gibt oder Schekel, dann macht man das, ja. Ja, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Also so, ja, was natürlich, wie gesagt, ein absolutes Drama ist. Aber wir gehen jetzt einmal einfach zurück zu dem hebräischen Text und dann sieht man schon, dass hier Betula stehen müsste und nicht Almar, ja. Betula findet man zum Beispiel hier in Genesis 24, Vers 16. And the young woman fair to look on was very a virgin and had any man not known. Also die junge Frau, nach der er suchte, war eine Jungfrau und hatte keinen Mann erkannt.
Und da steht Betula, a virgin. Das ist eine Jungfrau. Die hatte keinen Mann erkannt. Betula. Aber Betula steht nicht in Jesaja 7, ja? Da steht Ha-Alma. 2. Könige 19, 21. The virgin, to him, the virgin, the daughter of Zion, at her head has shaken the daughter of Jerusalem. Die Jungfrau, die Tochter Zion, schüttelt ihr Haupt ihm nach und sagt, was bist denn du für einer? Ja? Dem Assyrer hinterher, die spottet über den. Ja? Das ist der Text, 2. Könige 19, Hiskia. Und in dem Hiskia-Text steht, the virgin, Betula, die Jungfrau, die Tochter Zion, schüttelt ihr Haupt dir hinterher. Ja? Das heißt also, hier sieht man wieder, Betula ist Jungfrau, Virgin. Ja? Die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich. Ja? Und wenn ihr das hier seht, in den Parallelstellen, Betula wird immer und überall als Jungfrau übersetzt. Virgin, 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 überall Jungfrau, Virgin, Virgin, überall, ja, ohne Ausnahme. Und alles Betula. Ja, immer Jungfrau. Hier geht immer weiter, ja? Also nur um euch das zu zeigen, es wird immer mit Jungfrau übersetzt. Jetzt schauen wir uns mal Alma an. Jesaja 7, Vers 14 steht Alma, beziehungsweise sogar Ha-Alma, die junge Frau. Die junge Frau. Ja, Jesaja 7, 14. Ich glaube, da habe ich auch ein paar Textstellen. Ja, genau. Und da sieht man jetzt, dass das wechselt. Das ist mal so und mal so. Also in Genesis wird übersetzt, Maiden, eine Maid, sagt man im Deutschen. Ja? Eine junge Frau. Dann wird hier übersetzt von der King James Version, wird übersetzt, the virgin, die Jungfrau. Weil sie wissen, hier steht Ha-Alma und sie denken natürlich, oh, hier in Jesaja steht auch Ha-Alma, da müssen wir ja auch virgin übersetzen. Aber die International Übersetzung schreibt hier auch Maiden, die junge Frau, ja, für Ha-Alma. Das heißt, die King James Version, die reißt hier aus, weil sie gerne Jesaja 7, Vers 14 behalten will. Weil sie sagt, das ist eine Prophetie für Jesus. Merkt ihr das? Die kämpfen mit sich. Die kämpfen, weil die sagen, boah, wenn wir hier auch übersetzen mit junger Frau, dann fällt ja Jesaja 7, 14 hinten runter. Und wenn Jesaja 7, 14 fällt, dann fällt die Jungfrauengeburt. Und wir kriegen einen riesen Stress in unseren Gemeinden zu Hause, ja? Weil die sagen, ihr seid Bibelkritiker. Und dann geht es, und die kämpfen darum. Und deswegen findet ihr in euren Bibeln oft Fußnoten bei Jesaja 7, 14. Da steht dann im Hebräischen Doppelpunkt junge Frau. Und man weiß irgendwie nichts damit anzufangen. Ja? Für den Alltagsglauben jetzt nicht das große Drama, aber theologisch ein Riesenproblem. Ja? Und ihr seht schon hier, auch hier unten in Jesaja 7, 14, alle einheitlich Virgin. Da ist man sich also ein, das muss Jungfrau heißen, ja? Weil Matthäus das so sagt. Ist ein Ding, ne? Und die theologischen Studenten, die trauen ihren Augen nicht, machen ihre Bücher und sagen, das kann nicht sein. Und dann fangen die an, lesen hebräische Literatur und fragen Philologen danach. Und die sagen, ja, der Ha-Alma heißt junge Frau. Und dann sind die ratlos und denken, die Bibel wäre falsch. Ja? Aber Matthäus ist ja auch von Gott inspiriert. Natürlich, natürlich, genau. Ja? Und da steht auch ganz deutlich drin, Matthäus schreibt, Maria hatte keinen Mann erkannt und der Heilige Geist wird kommen, wird dich überschatten. Das, was von dir geboren ist, ist vom Heiligen Geist geboren und wird Sohn Gottes heißen. Dreifaltigkeit, ja. Der Heilige Geist zeugt und was geboren wird, ist Gott. Ja, das ist Vater, Sohn, Heiliger Geist in Matthäus 1. Nur wenn euch mal jemand fragt, ob die Dreieinigkeit biblisch ist. Da kann man es bei der Zeugung Jesu, kann man das sehen, ja. Aber genau, ja. Aber die Verunsicherung ist einfach groß. Und deswegen empfinde ich das so wertvoll, dass wir von der Wiedergeburt Jerusalems wissen, weil wir uns von dieser Verunsicherung nicht mehr verunsichern lassen müssen. Wir sehen genau das Gegenteil. Wir sehen, dass das alles 100% stimmig ist. Ja? Aber das sind so Übersetzungsmühe, die kämpfen mit sich da. Ja? Und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja? Hier auch nochmal verschiedene Stellen, also da geht es immer weiter auch so. Hier, ich weiß nicht, ob ich es vergrößert habe. Doch, das ist Vergrößerung, ja. Also die nasse Übersetzung, and may be that the maiden, die übersetzen halt mit junger Frau, die King James Version wieder mit Virgin, die International Version mit the maiden, wieder mit Maid, junger Frau. Ja, es passt schon wieder nicht, die wollen hier gerne Jesaja 7 aufrechterhalten. Hier wird in Exodus übersetzt sogar die King James mit Maid, junge Frau. Ja, das heißt, die geben also zu, dass Ha-Alma junge Frau heißt.
Aber in Jesaja gehen sie wieder her und alle drei schwenken ein auf die Linie und übersetzen Wörtchen. Nach Septuaginta. Ratlosigkeit. Ja, und gut, das war der Vers dann in Exodus. Da sieht man es nochmal, Ha-Alma wird mit The Girl, mit junger Frau übersetzt. Und wir in Jesaja 7 übersetzt man Ha-Alma mit Virgin. Das ist ja nicht durchgängig, ist ja keine konsistente Übersetzung, die man hat. Ja? Aber ihr seht das Problem hier. Man kann das also sehen, wenn man sich da ein bisschen reingräbt. Und wir sehen auch, dass das hier nicht Virgin heißt, sondern das muss eigentlich The Girl heißen. Die junge Frau. Ha-Alma, das wäre die richtige Übersetzung. Und dasselbe wie hier. Ja, aber wenn man da übersetzt, junge Frau, dann passt ja Jesaja 7,14 nicht mehr mit Matthäus 1 zusammen. Naja, doch. Ja? Warum? Weil das von beiden spricht. Ja? Paulinische Theologie, paulinisches Evangelium, Jesus und die Gemeinde sind zusammen der Immanuel. Die Bibelstelle spricht von beidem. Seht ihr das? Wir haben doch eben gesagt, Jerusalem ist eine junge Frau in der Endzeit. Und wenn diese Prophetie sich hier, Ha-Alma, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und Erfüllungszeitpunkt Maria, Pfingsten und vor allem in der Endzeit, weil der, der dann geboren wird, der wird ja in einem verödeten Land leben. Das ist hier, 70. Jahrwoche. Der wird in einem verödeten Land leben, in einem verheerten Land, weil er Butter und Honig essen wird. Ja? Der wird erst lernen müssen zu unterscheiden, was gut und böse ist, weil das Haus David und die Bürger Jerusalems, die dort in Jerusalem eingeschlossen sind, das sind Menschen, die kommen zum Glauben an Jesus. Ja? Die junge Frau, ja? Die wird gebären. Wie alt ist denn die junge Frau heute? 74 Jahre, ja? Wartet, habe ich gestern schon mal gesagt, ne? Die ist ja schon gar keine junge Frau mehr, vielleicht für den Staat, ja? Aber gestern Abend hat mich jemand gefragt, wenn Sarah mit 90 Jahren einen Sohn geboren hat, ob vielleicht Jesus wiederkommt, wenn Jerusalem 90 Jahre alt ist, ja? Man weiß es nicht. Aber scheinbar wartet Gott noch mit großer Geduld, ja? Aber selbst die junge Frau, die ist schon alt, ja? Ist schon eine Oma geworden, ja? Und wird nochmal gebären, wie Sarah. Merkt ihr, das ist immer, wenn man mal angefangen hat, wie beim Häkeln die Maschen aufgenommen hat, dann entsteht langsam so ein Muster. Und das ist, man erkennt es immer wieder und immer wieder. Und wir werden immer gewisser in dem, dass wir sagen, dieses Wort ist wahr, das ist Gottes Wort. Ja? Das heißt also, wir haben in der Endzeit eine Jerusalem als eine junge Frau und von einer jungen Frau ist in der Endzeit in Jesaja 7 geschrieben. Naja, dann passt das doch auch, ja? Wie können wir denn auf so eine Idee kommen? Naja, weil wir sagen, dass Jerusalem hier hinten nochmal Wiedergeburt erlebt. Ja? Wir haben einen Schlüssel dafür. Und solche Auswirkungen hat das, dass man sogar Theologen, die anfangen an der Bibel zu zweifeln, denen sagen kann, hier versteht das doch mal so. Und Entschuldigung, deswegen verstehe ich nicht, warum die Theologen da nicht reagieren drauf. Die wissen das, die haben das studiert, die kennen das. Die müssten eigentlich sagen, Moment mal, selbst wenn das jetzt mal nur eine Arbeitshypothese ist, lass doch mal gucken, ob die belastbar ist. Ja? Ich habe einen Freund, der ist Bibelschullehrer gewesen, der ist jetzt auch im Ruhestand. Er hat geschrieben, sei doch so gut, ich habe da was aufgeschrieben, schieß da mal gegen. Mach das mal kaputt. Ja? Ich sage, ich habe kein embryonales Verhältnis dazu. Wenn das falsch ist, korrigiere ich mich. Da ging es ums Standbild Daniels. Ja? Und ich habe gesagt, könnte es sein, dass man die Beine von Italien wieder in den vorderen Orient verschieben muss, die Beine, die ja keine sind, ja, dass das Standbild stehen kann. Dann schreibt er mir zurück, ja gut, das sind ja Beine, vielleicht sind die nach Rom gelaufen. Entschuldigung, das sagt ein Theologe. Ja, sage ich aber, lieber Freund, das ist ja ein Standbild und kein Laufbild. Oder? Entschuldigung, ist das Niveau? Ich sag's noch schlimmer, ja? Sind wir da im Kindergarten? Wie naiv kann man denn noch die Bibel auslegen? Ja, ja? Ich meine, da machen unsere Schüler in der 7., 8. Klasse ja kompliziertere Dinge. Wie kann ich denn sagen, sie sind ja Beine, es sind keine Beine, es sind Schenkel. Ja? Und die laufen nicht irgendwo hin, weil das ein Standbild ist. Das steht jetzt auch nicht. Aber ihr versteht das Problem. Ich sage, Entschuldigung, ist da denn so, auf so einem Niveau kann man das nicht behandeln.
Sorry. Und warum sagt man nicht, habe ich auch noch nie gehört, denke ich mal drüber nach, wie kommst denn du da drauf? Welche Hinweise gibt es denn dafür? Warum macht man das nicht? Das ist mir ein Rätsel. Ja? Ich glaube, dass du bei den Akademikern auch Menschen, wenn du ein PhD hättest, dann wärst du vielleicht schon in die Kaste aufgenommen worden. Ja, ist richtig. Ja. Also ich kriege auch keinen Zugang in die theologische Welt, muss ich sagen. Ja. Kann ich auch verstehen. Ja. Ich habe euch gestern erzählt von jemandem, der da anfängt nachzudenken und auch kompetent wäre dafür. Dem habe ich das auch gesagt, sage ich, bräuchte Zugang in die theologische Welt, aber die nehmen mich weder ernst noch sonst was. Aber es geht ja jetzt auch nicht so sehr um meine Person. Es geht ja erstmal um die Sache, dass da jemand was schreibt zu einem Text, der hart umkämpft ist, der hart diskutiert ist in der theologischen Welt, der hart umstritten ist, wo die Jungfrauengeburt Marias im Feuer steht und wo man sagt, wie passt das philologisch zusammen? Und ein Philologe, der müsste ja das, was ich hier so naiv zusammengezimmert habe, das müsste der ja in 2 Minuten verstehen können. Ja? Man müsste sagen, selbst wenn es jetzt vielleicht mal 2 Stunden Zeit braucht, erlaube ich mir dann einfach mal und guck mal, ob das passt. Und ich glaube, dass das belastbar ist. Ja, ich kann leider kein Hebräisch und kein Griechisch, aber mit der Software kann man sich ja so ein bisschen da behelfen. Deswegen ist mir das so wichtig mit der Wiedergeburt Jerusalems. Ein Pfarrer, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir abends, wir waren bis 2:30 haben wir nachts da gesprochen, der hat auf die Schenkel geklopft und hat gesagt, das ärgert mich, dass du immer auf der Wiedergeburt Jerusalems rumreiten musst. Wieso ärgert denn das? Ist ja nichts zum Ärgern, oder? Und ich meine überhaupt, also wenn man das etwas lauter behandelt, das Thema, hilft es dem Thema auch jetzt nicht unbedingt weiter, ja? Naja, gut. Spannend, ne? Also in meiner beruflichen Zeit bei der Bank hätte ich nicht mit mir so reden lassen, muss ich euch sagen. Ja, das macht man nicht. Das gehört sich rein menschlich schon nicht. Gut. Weiter im Text. Ja? Das heißt also, wir haben diese 3 Erfüllungszeitpunkte, einmal die Jungfrauengeburt Marias, die hat Jesus geboren, und Jerusalem gebiert 2-mal die Gemeinde Jesu. Und dazwischen hier sind wir, ja, die wir auch dazu gehören dürfen. Was für eine große Sache. Bitte? Und alles Immanuel, ja? Ja? Wir sind der Tempel, ja? Wir sind Christus, wenn man so will. Warum? Ihr seid doch auch alle gesalbt, oder? Ihr seid doch auch alle durch den Geist Gottes gezeugt. Naja, wie unser Herr Jesus doch auch. Ja? Das heißt, wir sind doch auch Könige und Priester. Um genau zu sein, sind wir ein königliches Priestertum. Während Israel ein priesterliches Königtum war. Mose sagt zu Israel, ihr seid ein priesterliches Königtum, Schwerpunkt auf Königtum. Zur Gemeinde sagt Petrus, ihr seid ein königliches Priestertum, Schwerpunkt auf Priestertum. Er ist unser hoher Priester und wir sind seine Priesterschaft, oder? Wenn wir aber Priesterschaft sind, dann kann der 3. Tempel der Juden, den die da bauen, kein Tempel Gottes sein. Ja? Entweder sind wir Priester, dann ist der Tempel, den die Juden bauen, kein Tempel Gottes. Oder die Juden bauen noch einen Tempel und er ist der Tempel Gottes, dann seid ihr alle keine Priester. Wir alle nicht. Beides geht nicht. Was machen denn die evangelikalen Theologen? Was machen die denn da? Ja? Das ist ja nicht rund. Ja, Entschuldigung, ja. Wenn man das Bild jetzt anschaut, dann passt das ja ganz genau auf die Feiertage oder die, was die Juden haben. Ja? Die Gemeindezeit ist ja der Sommer, es gibt ja Frühlings. Ja. Feiertage, dann die Zeit der Gemeinde ist der Sommer und im Herbst. Ja, könnte man sagen. Die Feiertage. Das ist genau das gleiche Bild. Genau, ja. Für mich selber so eine Skizze gemacht und dann passt das. Also die Feiertage Israels bilden die ganze Heilsgeschichte ab, das stimmt, ja. Ja. Also wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man, dass das, was ich euch da sage, jetzt nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern dass das zusammenpasst da. Ja? Und deswegen steht hier auch, siehe, die junge Frau schwanger, nicht Virgin, ja, sondern Ha-Alma, the girl, ja, Ha-Alma. Jetzt wisst ihr, wie ich da drauf komme. Hat sich Matthäus geirrt? Nee. Was ist denn mit der Aussage von Matthäus? Matthäus schreibt, und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Das ist verdolmetscht, Gott mit uns. Das alles ist geschehen, damit das in Erfüllung geht, was der Prophet gesagt hat. Und die Betonung liegt nicht so sehr auf der Geburt Jesu, sondern speziell auf der Jungfrauengeburt Marias.
Ja, versteht ihr den Unterschied? Weil Maria gebiert Immanuel und Zion gebiert Immanuel zweimal. Und dazwischen liegt die ganze Welt in Geburtswehen und seufzt noch heute, sagt Paulus ja. Ja? Ja? Das heißt, die ganze Schöpfung seufzt in Geburtswehen. Warum? Weil die Schöpfung die Kinder Jesu überall gebiert, da wo ihr überall herkommt. Das meint Paulus damit. Und am Ende der Zeit seufzt nochmal die Tochter Zion. Und dann ist die Gemeinde Jesu abgeschlossen. Und dann wird sie bald hinaufgenommen. Das ist was Großes, ja? Plötzlich macht es, es bekommt alles irgendwo, wie so Magnete springt es aneinander. Klack, klack, klack. Ja? Und dann entsteht so eine Struktur, ja? Wenn Paulus darüber gesprochen hat, hat er die Urgemeinde das kapiert? Und warum ist es wieder vergessen worden? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn Paulus der Urgemeinde sagt, ihr seid ein Tempel Gottes, ja, seid ein Tempel im Heiligen Geist, hat er ja den Korinthern geschrieben. Wann hat er das geschrieben? 50, 55 nach Christus. Stand da der Tempel in Jerusalem noch? Ja. Wann ist der zerstört worden? 70 nach Christus. Ja? Ja? Endgültig weg war, glaube ich, 135. Ja, der Tempel ist 70 zerstört worden, aber Israel selber ist noch ja, mit Massa da, das hat noch ein bisschen gedauert, ja, bis die dann endgültig zerstreut wurden. Das heißt also, Paulus schreibt, dass die Gemeinde Jesu ein Tempel Gottes ist, 15 bis 20 Jahre bevor der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Könnt ihr euch vorstellen, was die Rabbiner zum Paulus gesagt haben? Ja, die haben gesagt, schaut euch mal den Wirrkopf an. Hier ist doch der Tempel, aus Holz und Stein, ihr könnt kommen und anschauen. Hier in Jerusalem, das ist der Tempel. Das ist der Tempel, den Zerubabel gebaut hat, der Tempel, der uns in Gottes Wort gegeben wurde. Was faselt dieser Paulus von einem griechischen Tempel in Athen bei den Goyim, bei den Unbeschnittenen? Das ist ein vollkommener Irrlehrer und Wirrkopf. Vergesst den Mann. Oder gebt dem 40 weniger eins. Oder steinigt ihn sofort. Dieser Mann ist eine Pest. Dieser Mann redet wider das Gesetz Mose und wider diese Städte. Das sind die beiden Vorwürfe, die sie machen, dem Paulus. Apostelgeschichte findet ihr öfters. Wider diese Städte, wider diesen Tempel, denn er behauptet, es gäbe einen irgendwie spirituellen Tempel in Korinth. Bei den Griechen. Unfassbar, der Mann. Unfassbar. Weg mit dem. Das war die Aussage. Warum? Weil er vom Gesetz des Geistes gepredigt hat, nicht mehr vom Gesetz Mose. Und weil er gesagt hat, die Gemeinde ist der Tempel Gottes, der Tempel des Geistes und nicht mehr ein Tempel aus Stein. Das war seine Ketzerei. 15 Jahre später haben die Rabbiner auch gesagt, naja, gut, vielleicht hat er doch, naja, wer weiß, ja. Also ihr wisst ja auch, Titus war, bevor er den Tempel zerstört hat, war er ja im Schwabenland stationiert. Ja? Ja, ja, der war beim Daimler. Ich meine, der war im Schwabenland. Also sein Vater Vespasian und der Titus, die waren erst in Schottland. Und dann sind die von Schottland nach Germania Superior abgeordnet worden. Obergermanien, das ist hier so Freiburg, Calw, Bad Cannstatt, Speyer. Das war hier Titusland. Ja? Das heißt, ich sage den Schwaben immer, ihr Schwaben, ihr hängt ziemlich eng mit der Zerstörung vom Tempel zusammen, weil der Titus hat nämlich hier im Schwabenländle schwäbische Gründlichkeit gelernt. Und der hat Tabula Rasa gemacht da unten. Ja? Der Tempel, da ist nichts mehr übrig von. Ja? Ja? Das heißt, und die beiden sind dann aus Germania Superior abkommandiert worden nach Jerusalem. Ja? Und dann ist der Vater ist ja dann römischer Kaiser geworden und der Titus hat den Tempel zerstört. Das sage ich, ja? Aber er wollte ihn ja erstmal in einem Museum Er wollte ihn wahrscheinlich nicht zerstören, ja. Es war ein schönes Gebäude, ja. Ja. Wozu sollen wir jetzt diesen... Ja. Es kann noch sein. Und Eintritt wollte er haben, ne? Ja, haha. Schwäbische Schäkel, ja. Ja. Aber also ganz spannende Geschichte. Ich freue mich so darüber, weil ich damit sehen kann, das ist wahr. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, ja. Wir folgen dem Wort Gottes, das ist alles wahr. Und ich freue mich darüber, dass ich das so rückhaltlos sagen kann. Ohne Einschränkungen. Sogar so eine Stelle. Ja?
Also Matthäus hat sich nicht geirrt, sondern Matthäus deutet ein Geheimnis an, dass nämlich Jesus und seine Leibesgemeinde so eng miteinander verbunden sind, dass sie gleichsam austauschbar sind. Immanuel wird geboren. Ja? Immanuel ist Christus, natürlich, schreibt Matthäus. Und sind wir von den Heiden und ist das endzeitliche Jerusalem. Alles eins. Und deswegen, die Frage ist ja berechtigt, konnte die Urgemeinde das alles verstehen? Ich glaube, die haben auch manchmal, der Petrus sagt ja auch, also der liebe Bruder Paulus, der viele Dinge sagt, die schwer zu verstehen sind. Ja? Also Petrus schreibt dann aber auch, er baut euch als lebendige Steine. Ja, wie jetzt, soll ich langsam quadratisch werden und mich in Waagerechte bewegen? Oder, ja? Das meint Petrus ja nicht. Genauso wenig meint Paulus, wenn er schreibt vom Tempel Gottes, einen jüdischen Tempel. Er meint was ganz anderes. Ja. Aber hier an Jesaja 7,14 sehen wir, dass diese Prophezeiung für Jesus gilt. Wer sagt es? Matthäus. Ich muss genauer sagen, dass diese Prophezeiung für Maria gilt. Denn Zion gebiert ja. Ja? Das gilt für Maria, es gilt für Zion zu Pfingsten und es gilt für Zion in der Endzeit. Und dann ist alles rund. Warum? Weil in der Endzeit dieser endzeitliche Immanuel in einem verwüsteten und verheerten Land leben wird. Wer sagt es? Daniel. Ja? Der wird Butter und Honig essen, weil die so viel Nahrungsmittel da haben, weil kaum noch jemand lebt in Israel. Ist kaum jemand, weil zwei Drittel doch, glaube ich, umkommt, oder? Sacharja. Ah, und der Rest wird nochmal durchs Feuer gehen und geläutert werden. Da bleibt nur ein ganz kleiner Rest übrig. Ach, das ist das. Ja, ja, genau, das ist das. Das ist die letzte 70. Jahrwoche. Die müssen, wenn die dann zum Glauben kommen, auch erst lernen, mit Jesus zu leben. Ja? Die müssen lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden. Und in der Zeit wird Syrien wieder da sein und Ephraim. Wer sagt das? Jesaja 7, Vers 14. Warum? Weil er sagt, dass zu der Zeit das Land verödet sein wird vor deren beiden Königen, dir jetzt graut. Das hat er damals zu Ahas gesagt, aber das gilt spiegelgleich für die Endzeit. Das heißt, so wie es damals war, Ephraim mit Syrien zusammen gegen Israel, wird sein, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Ephraim und Syrien zusammen gegen Israel. Ja, das würde aber dann heißen, dass Israel in Ephraim und Juda aufgeteilt ist in der Endzeit. Ja, das ist ja, was ich sage, das Land bricht auseinander. Merkt ihr, wie viele Kreise sich hier schließen bei Jesaja 17? Das ist der Nabelpunkt, einer der Nabelpunkte biblischer Prophetie, wo wir uns hier bewegen. Deswegen sagt Gott zu Ahas, was du dir wünschst, das kann im Himmel oder in der Hölle sein, in der Höhe oder in der Tiefe, es spielt keine Rolle. Was du, ich gebe es dir, weil das, was ich hier zu sagen habe in Jesaja 7, ist so programmatisch für die Endzeit, mit der Teilung Israels, mit der Leibesgemeinde, mit der Wiedergeburt Jerusalems, mit der Geburt Jesu, ja? Mit Pfingsten. Hier läuft alles zusammen in eins. Das ist, deswegen sage ich, das ist der Nabelpunkt. Und das ist alles wahr und muss so geschrieben stehen, wie es in der Bibel steht. Ja? Jetzt haben wir 11:05, jetzt hören wir auf. Ja? Die Verheißung gilt für beide. Das war das Evangelium von Paulus. Christus in uns und wir in ihm. Und das nehmen wir heute oft so selbstverständlich. Ich frage dann immer, wer ist denn der Tempel Gottes? Sagen wir, sind wir. Ja, sage ich, einverstanden, ja, aber das war damals für die Urgemeinde schwer zu verstehen. Aber es ist wahr. Ja, wir sind der Tempel Gottes, wir sind ein Tempel im Heiligen Geist. Weil da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Ja, wo sein Haus ist, ist sein Tempel. Wenn Gott in uns wohnt durch seinen Geist, sind wir ein Tempel, jeder einzelne von uns. Und wer war der Erste, wo das der Fall war? Jesus. Er sagt ja, brecht diesen Tempel ab. Und ich will ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er redete aber vom Tempel seines Leibes, weil Gott in Fülle in ihm wohnte. War Jesus ein Tempel? Also sind wir ja fast wie Jesus. Nein, nicht nur fast. Wir sind kleine Christi, weil wir gesalbt sind mit Gottes Geist. Ja? Also sind wir doch seiner Natur teilhaftig geworden. Also sind wir doch eins mit ihm. Also sind wir ein Leib mit ihm. Jesaja, Immanuel. Wunderschön. Wunderschön. Also ich kann nur sagen, die Bibel ist vollkommen wahr. Das war jetzt kompliziert und wir schließen jetzt auch. Und ich danke euch für euer geduldiges Zuhören. Aber das macht mich froh. Ja, und das macht mich froh. Wenn das wahr ist, dann ist auch wahr, dass Gott das geknickte Rohr nicht bricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Ja, und dass Gott für jeden von euch und von uns
immer seine Wege hat und Gott führt uns und bringt uns ans Ziel. Alles gut geworden. Auf Golgatha ist alles gut geworden. Wenn das wahr ist, und das ist wahr, dann gilt der Rest auch.